Um deine natürliche Weiblichkeit und Männlichkeit zu steigern, helfen uns Atemtechniken, Pranayama. Das Zentrum der weiblichen Kraft befindet sich im Unterbauch, dem sexuellen Zentrum, Sinnlichkeit und Leidenschaft. Das Zentrum der männlichen Kraft befindet sich im Solarplexus, dem Zentrum der persönlichen Kraft, Dominanz und Selbstbewusstsein. Menschen nutzen sehr selten ihr gesamtes energetisches Potenzial und leben in der Regel nur auf 5-10% ihrer Möglichkeiten. Deshalb werden sie von Krankheiten, Stress und Enttäuschungen geplagt. Durch tantrisches Atmen können wir unsere natürliche Kraft erwecken und sie auf Gesundheit, Geschäft oder Liebe lenken. Schalte angenehme, sinnliche Musik ein. Verbreite Düfte im Raum. Zünde Kerzen an. Tue alles, um Genuss mit allen 5 Sinnen zu erleben. Setze dich in eine bequeme Position mit gerader Wirbelsäule. Lege deine Handflächen auf deinen Unterbauch und konzentriere deine ganze Aufmerksamkeit darauf. Atme langsam und tief durch den Mund ein. Spanne deine Intimmuskeln an und spüre, wie deine weibliche Kraft erwacht. Lass beim sanften Ausatmen die Intimmuskeln los und erlaube deiner Sinnlichkeit, nach außen zu treten. Führe den Atem der Leidenschaft mindestens 5 Minuten lang aus. Und verteile dann die erweckte Energie im ganzen Körper. Um den Effekt zu verstärken, führe vor dem Atmen der Leidenschaft Hüftkreise aus oder tanze mit deinem Beckenbereich. Wenn du tiefer gehen und eine wahnsinnig sinnliche und attraktive Frau werden möchtest, dann führe den Atem der Leidenschaft mit Lauten aus. Gib beim Ausatmen abwechselnd die Laute A von dir. Genieße es. Und befreie deine natürliche Sexualität. Feueratmung ermöglicht es dir, die Fähigkeit zu steigern, dich selbst und die Situation zu kontrollieren. Stehe aufrecht. Die Füße schulterbreit auseinander. Die Zehen leicht nach innen gedreht, die Knie leicht gebeugt. Balle deine Hände zu Fäusten und platziere sie im Bereich des Solarplexus. Konzentriere deine gesamte Aufmerksamkeit auf das Zentrum deiner persönlichen Kraft. Atme scharf durch die Nase aus. Spanne die Bauchmuskeln an und ziehe den Bauch ein. Führe die Feueratmung mindestens 5 Minuten lang aus und spüre, wie im Bereich des Solarplexus ein Feuerball deiner Kraft und Macht entsteht. Wenn du weitergehen und ein endlos starker und einflussreicher Mann werden möchtest, dann benutze während der Feueratmung echtes Feuer. Platziere es in 1 Meter Entfernung auf der Höhe des Solarplexus. Ziehe das Feuer in das Zentrum deiner persönlichen Kraft und gib bei jedem Ausatmen den scharfen Laut ha, 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 ha von dir. Um den Effekt der Feueratmung zu verstärken, führe vor der Übung einige körperliche Übungen aus, um die Kraft deines Körpers zu wecken. Stufe 3 des Atems, der Leidenschaft und der Feueratmung kannst du in unseren tantrischen Seminaren erlernen. Und wenn du wissen möchtest, wie du die Energien von Yin und Yang in dir ausbalancierst, schaue dir die nächste Lektion an.
In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und Hellengeister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und Tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission, hilf den Menschen und Gott wird dir helfen.